Hey und herzlich willkommen zurück. Ja, RimWorld und so, ne? Was haben wir denn gerade gemacht hier hinten, abgesehen von erfrieren? Ich glaube, eigentlich sind wir nur erfroren, oder? So größtenteils. Aber ist okay. Richtig, wir hatten ja jetzt diesen Typi hier gefunden und können jetzt handwerken, theoretisch. Mechanoiden war nicht schon wieder. Okay. Aber jetzt können wir uns hinter diesem Ding hier verstecken, hinter der Schieferwand. 3, wo ist ihre Waffe? Wo ist deine Waffe? Nein, deine Waffe ist hier unten, oder? Irgendwo. Warte. Oder ist deine Waffe schon kaputt gegangen, weil die so unheimlich kaputt schon war? Die war ja irgendwie nur noch bei 6% oder sowas, ne? Ja, ich bin wieder da. Gesättigt und alles. Ich hatte noch chinesisches Essen von gestern. Ich habe mir gestern chinesisch bestellt. Jetzt konnte ich den Rest aufessen. Ich liebe chinesisches Essen. Abgesehen von Pizza das beste Essen. Und Eis natürlich. Und allen möglichen anderen Süßkram. Süßkram ist sowieso das Beste. Aber ansonsten ist Chinesisch auch sehr cool. Genau. Ich habe leider wieder viel zu viel gegessen. Ich habe irgendwie immer so das Bedürfnis, alles in mich reinzustopfen, wenn ich leckeres Essen zu Hause habe. Das ist irgendwie nicht so cool eigentlich. Jetzt fühle ich mich wieder so, keine Ahnung, als hätte ich einfach Tonnen in mich reingestopft. Aber gut. Mir ist noch nicht schlecht, also es geht noch. Ja, Reste fest. Ich hatte auch noch ein bisschen Eis von gestern und alles. Das ist voll cool. Da fühlt man sich auch nicht ganz so schlecht, wenn man was Neues bestellt. Weil das ist ja dann schon da und dann muss man das ja eigentlich auch essen, weil sonst wird es ja schlecht irgendwann und das wäre ja ganz furchtbar. Von daher ist das ja auch gar nicht schlimm, wenn man alles in sich reinstopft. Das ist ja quasi so gewollt. Ja, es ist eigentlich das Beste, sich was liefern zu lassen und dann am nächsten Tag die Reste zu essen. Ist fast besser, als überhaupt sich irgendwas liefern zu lassen. Wobei das natürlich mit Pizza immer noch am besten geht, wenn man dann zum Frühstück Pizza isst. Das ist einfach so unglaublich geil. Hallo, Rohrschneider. Oder willkommen zurück oder so. Ich finde meine Waffe nicht. Warum? Nee. Das bedeutet, ich werde wahrscheinlich sterben. Aber das kennen wir ja schon, ne? Wie schnell bist du? Du bist nicht so schnell. Wer kann denn von euch Nahkampf? Du kannst ziemlich gut Nahkampf. Mach mal das da. Okay. Das Doofe ist jetzt natürlich, wenn ich die da rausschicke, dann werden die sofort alle erfrieren. Und das ist natürlich nicht so cool. Okay, das mit dem Dings hat dir jetzt nicht so mega viel gebracht. Okay, das war jetzt alles nicht so, wie ich mir das vorgestellt habe, aber okay. Warte, wie schlecht geht's dir denn? Kiefer und linkes Bein, tot in 22 Stunden. Was mache ich denn jetzt? Lass ich dich erstmal nur. Oder
Du gehst dahin und du gehst nach hinten. Einfach damit sie nicht sofort stirbt. Er ist aber auch nicht echt nicht gut im Schießen, also. Immerhin. Nip, 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 nip. Kannst du den, wenn du den im Nahkampf angreifst, stirbst du dann sofort oder ist das noch okay? Warum hat sie mit dem Revolver einfach viel öfter getroffen als Typ mit dem Repetiergewehr? Wahrscheinlich, weil das Gewehr viel langsamer schießt. So, du gehst jetzt mal dahin. Oh, seid ihr alle schlecht im Schießen? Das ist ja. Ist ja furchtbar. Uhuhuhu. Ha, sehr gut. Dann gehst mal du den da töten. Und du gehst nicht sterben. Wäre vielleicht angebracht. Hallo, let's cook. Oder willkommen zurück. Oder so. Achso, oh Gott, ich dachte gerade, es geht irgendwer ausrasten oder so. Aber das ist ja nur. Das ist gewollt. Das ist okay. Okay, keiner tot, das ist gut. Noch ein Krankenbett. Kannst du mal direkt dich reinlegen. Achso, ja. Du kannst den mal tragen. Genau. Haha. Ach, Jesse. Naja, immerhin selbst verletzen und nicht andere Leute abschlachten oder so. Das ist schon mal ein Fortschritt oder so. Also ich muss sagen, unser Mega-Badger ist doch ein sehr gutes Tierchen, was sowas angeht. So Schlachtungen und so. Wie leicht bist du unterkühlt? Vielleicht ist das noch okay. Folge deinem Tierchen zurück nach Hause. Okay. Hypothermie, Jesse. Ach ja. Ja, dann tu doch, sei doch sinnvoll. Geh doch rein. Weil drinnen ist warm. Oder so. Ich meine, ist auch okay. Dann behandle Brown. Warum? Was ist... Okay, oder auch nicht. Gut, du. Ja, hättest dich halt auch nicht selbst schneiden müssen, ne? Es war vielleicht auch nicht so schlau. Oder? Nee, war es auch nicht. Und Hart ist hungrig. Ja, passiert. Ach so, ja, du warst fast... Du bist, ach so, ja. Ja, dann sollte vielleicht irgendwer dich füttern. Bevor du stirbst. Das wäre vielleicht angebracht. Okay, gut. Du bist nur ein bisschen... Wurde es ein bisschen angerammt von einem kleinen Muffalo. Oh, das ist okay. Es ist ja ein Mega-Badger. Das ist ja nicht so, als würden die irgendwie kaputt gehen. Oh, da sind noch ganz viele tote Muffalos. Die können wir auch irgendwann mal schlachten.
klar ist. Was ist das? Ach so, das war immer noch der kleine Mega Badger Cup. Viel Fleisch. Der hat gar nicht so viel Fleisch. Naja, gut. Und jetzt sind wir hiermit. Ist das ein Parker? Sehr gut. Dann haben wir bald unseren ersten Parker. Das wäre doch sehr cool. Okay, wir haben drei nackte Leute. Das sollten wir irgendwann beheben. Aber zumindest machst du jetzt einen Parker. Och nö. Okay. Mathe, du warst, glaube ich, der Beste in Medizin. Achso, ist egal. Ja, dann machst du. Behandle ihn. Der darf nämlich jetzt nicht sterben. Das wäre durchaus doof, wenn er sterben würde. Der Einzige, der richtig arzten kann. Oder hätte sich eigentlich auch selber verarzten können, ne? Mit 70% seiner normalen Effizienz. Wie viel Effizienz, wie viel Medizin hast du denn normalerweise? 12. 70% davon ist immer noch mehr als 5. Also von daher wäre das wahrscheinlich gar nicht so verkehrt, dass wir ihn das einfach selber machen lassen, wenn er wieder... Ja, obwohl die Immunität geht eigentlich ganz gut. Schneeleopard. Wo ist denn Brown? Ach, da oben ist Brown. Dann geh du mal random das da machen. Und dann bist du nämlich kein Ziel mehr. Jagd Schneehase. Gut. Okay, was war gerade? Er soll sich selber behandeln, ne? Aber. Und Infektion geht gut, also. Braucht er zumindest keine krasse Medizin mehr. Ach so, ja, und Brown braucht auch nicht mehr das machen. So. Gut. Wir haben auch echt einfach keine Bäume hier, ne? Da ist ein Baum. Boah, es ist einfach so karg hier. Es ist echt schlimm. Und dann habe ich viele Geysire hier drumherum. Das bringt mir auch nichts, wenn ich mit meiner Forschung nicht vorankomme. Ja, ich bin immer noch bei Mechanik. Ich habe noch nicht mal irgendwie... Ich habe nichts an Forschung. Nickes. Und du bist ein bisschen apathisch. Ach, und deine... Jetzt kann dich natürlich keiner... Dann hör mal ganz schnell damit wieder auf, apathisch zu sein. Ja, sehr gut. Und dann kannst du dich... Ach so, nein. Du bist immer noch okay. Aber immerhin gehst du in dein Bettchen. Das ist schon mal etwas. Haha, Wände. So, du gehst jetzt am besten wieder rein? Fragezeichen. Doch, du gehst wieder rein. Gut. Jesse geht immer noch komisch durch die Gegend. Naja, immerhin. Immerhin sieht es gar nicht so furchtbar aus mit seiner Wundinfektion. Was sind das für komische Geräusche die ganze Zeit? Das hört sich irgendwie an wie so eine Hyäne oder so. Was haben wir denn hier? Ja, ganz viele Schneeleoparden, aber ansonsten. Ah, Jesse, ja, was haben wir denn da? Ein Mensch, der nicht mehr komisch durch die Gegend rennt. Das ist doch mal was.
Und so, und bald ist da auch fertig. Dann haben wir tatsächlich die Grundstruktur unseres Hauses gebaut. Nach über 150 Tagen mittlerweile. Aber, okay, es ist auch noch nicht fertig, aber es ist auf dem besten Wege. Gut. Jetzt ist die große Frage, angesichts dessen, dass wir... Ah, doch, jetzt haben wir wieder ganz viele Rentiere. Sonst hätte ich gesagt... Ja, das ist okay. Dass den Parker vielleicht irgendwer anders bekommt. Nein, du bist schon bei 23 Unterkühlung. Das ist keine gute Idee. Aber dann kann vielleicht Brown doch jagen gehen mit dem Parker zusammen. Das ist vielleicht eine gute Idee. Oh, du, ja, du darfst wieder Dinge tun. Es sei dir erlaubt. Du kriegst sehr schnell Unterkühlung da draußen, mein Freund. Oh, aber es ist tatsächlich nichts mehr zu essen da. Könnt ihr wenigstens bis morgen warten, bis wieder Tag ist? Und dann ist es vielleicht nicht ganz so kalt. Das ist gerade nicht schlau. Das ist wirklich nicht schlau. Glaub es mir doch. Behandlung benötigt. Okay. Dann können wir das erstmal. Gut. Ach, vor allem Wundinfektion an seinem Zeigefinger. Das wäre ja so traurig, wenn er einfach daran stirbt. Ich meine, am Zeigefinger ist wirklich nicht so. Nicht so krass, dass man davon sterben sollte. Paranoia. Brown. Naja, gut. Ja, okay, aber warte doch wenigstens noch eine Sekunde, bis der Parker fertig ist. Keine Ahnung, ob das noch eine Sekunde dauert oder ein bisschen länger, aber... Wo ist da? Ist hart, okay. Brown wurde das Ziel von... Oh, nee. Oh, nee, oh, nee. Das ist doch nicht cool. Achso, kannst du eigentlich kämpfen? Du kannst nur nachkämpfen, okay. Achso, er geht rein. Das ist gut. Oh. Ach, wie cool. Dann macht der das da fertig. Und Jesse, du bleibst hier gefälligst, bis der Parker fertig ist. So. Ist jetzt gerade irgendwas Böses, was hier gerade irgendwie Dinge versucht? Glaube nicht. Und der Leopard. Wo ist er hin? Er ist tot. Ja, das ist schön. Mega Badger. Okay, hat er jetzt gerade den ganzen Leopard aufgegessen? Ich sehe ihn zumindest nicht mehr. Naja, gut. Das war ein reichhaltiges Mahl, würde ich mal sagen. Uhu, wir haben einen normal guten Parker. Dann, wer ist unser bester Koch? Kochen 5, Kochen 6. Dann darfst du den Parker anziehen. Genau. Und der Parker macht... Ha! Bis minus 40 Grad. Gut, dann darfst du Kreaturen schlachten. Sehr gut. Okay. Ja, genau, es zieht nicht mehr. Nur noch ein ganz klein bisschen hier durch diese Zimmer, aber ansonsten ist das nicht schön.
Ich meine, es ist nichtsdestotrotz ultra kalt, aber immerhin kein Wind mehr. Haben sogar überall Dach. Oder wohl haben wir überall Dach? Das war das Falsche. Das doch. Wir haben überall Dach. Ja, sehr gut. Das bedeutet, wir sind tatsächlich so ein bisschen abgesichert oder so. Gegen Kälte und gegen Wind und gegen Böse. Das ist doch gut. Jetzt brauchen wir noch ganz viel Essen und so ein Kram. Du hast trotz Parker einfach Unterkühlung. Nun gut. Ja, genau, das ist jetzt nämlich das Problem, dass sie jetzt auch komprimierten Stahl abbauen will. Aber sie hat keinen Parker. Das ist unangenehm. Ist das noch ein Parker? Das ist noch ein Parker. Dann bekommt nämlich die andere den anderen Parker. Diese Madame. Dann kann sie nämlich Stahl abbauen. Warte, ist das Stahl? Das ist Stahl. Und bekommt dabei noch nicht mal eine Erfrierung. Das wäre äußerst optimal, wenn das so funktionieren würde, wie ich mir das vorstelle. Was? Nein, warum bist du denn jetzt da rausgelaufen? Ah, oh, du Vollspacken. Das kann doch nicht. Du gehst schlachten. Du gehst nicht schlachten. Du gehst überleben, mein Freund. Wie kann man denn so blöd sein? Ernsthaft. Es sind minus 41 Grad und du gehst hundertprozentig nackt, also wirklich mit nackter Haut raus. Einfach durch den fetten Schnee. An komischen, krassen Tieren vorbei, die ihn fressen würden. Einfach komplett nackt. Also, ist das nicht kalt? Ich meine ernsthaft. Das ist doch nicht intelligent. Ah, Leute, Leute, Leute. Warum bist du so doof? Warum? Und du gehst auch mal kurz hier dich ein bisschen ausruhen. Menschen, ernsthaft. So, jetzt darf sie aber noch mal. Da sind wir hoffentlich alle glücklich, mit einmal durch die kalte Landschaft gelaufen zu sein oder so. Dann will hoffentlich keiner mehr. Einfach mitten im Nichts zusammengebrochen. Ah, naja, gut. Das war jetzt auch ein bisschen meine Schuld, aber okay. Nur ein bisschen. Gar nicht mal so sehr. Aber nur noch zwei Dinger und dann ist mein Haus zu. Tihi. Tihihihi. Fieb. Tu intelligente Dinge und komm wieder nach Hause. Bitte. Ich meine, nur weil du einen Parker hast, heißt das nicht, dass du vor Kälte geschützt bist. Es sind immer noch minus 40 Grad. Bei minus 40 könnte eigentlich sogar. Ja, nein, du gehst jetzt nicht da. Nein, nein, wirklich nicht. Mister. Geh doch einfach hier das da machen. Ach Leute, ach Leute. Eine Herden. Och, wie süß. Eine Herdenwanderung mit Pferdchen. Die sehen irgendwie voll hübsch aus. Davon hätte ich auch voll gerne ganz viele. Aber ich glaube, da kann ich mich gerade nicht drum kümmern. Wie geht's dir eigentlich? Hast du eine Erfrierung? Was ist eine Erfrierung? Okay.
Das da braucht noch ein bisschen. Okay. Was ist mit dir? Du bist einfach immer noch mitten im Nichts. Ah, da erstmal jemanden hinzuschicken und sie da wieder zurückzuholen, sobald sie da irgendwann zusammenbricht oder sonst was. Das wird noch problematisch werden. Du baust mal Wände. Okay. Oh, wie gerne ich jetzt einfach jemanden dahinstellen würde, der einfach alle abschießt. Aber das ist gerade doof. Tschüss, Pferdchen. Jamie. Ja. Oh, ist okay, ist okay. Fieb. Sie ist wieder da. Sehr gut. Auch wenn das jetzt nicht so das Sinnvollste ist, was du tun könntest, aber immerhin. Ich muss sie nicht irgendwo aus dem anderen Ende der Welt wieder zurück zu uns locken. Budemi, du. Ja, geh mal wieder an einen besseren Ort. Na, da bleibst du auch bitte ein bisschen. Dass die dann auch nicht warten, bis ihre Unterkühlung wieder weg ist, sondern einfach sofort wieder losrennen. Nein, wirklich. Junge. Immer diese Leute. Okay, jetzt schlafen sie immerhin. Können sie nichts anstellen, dann können sie nicht sterben. Also sie können schon, aber hoffentlich nicht so sehr. Hypothermie Brown. Ja, das ist okay, der geht ja wieder zurück. Was mit dir? Ja, deine Unterkühlung geht sogar wieder ein bisschen zurück. Du machst ein bisschen sauber. Das ist okay. Kann ich mitleben. Solange sie mir nicht irgendwo dahin stirbt. Ist das voll in Ordnung. Ah, was war mit dir eigentlich? Was arbeitest du eigentlich so die ganze Zeit? Ach ja, du warst unsere Abbauerin, ne? Sie hat aufgehört. Dann. Okay, du gehst auch mal wieder rein. So, ich hoffe, was macht Snow Leopard jetzt? Du gehst spazieren und du gehst spazieren, okay. Na gut. Ihr könnt ja Rentiere essen, ihr braucht doch nicht meine Kolonisten zu essen. Flüchtling. Nee, gerade ist. Ich habe tatsächlich relativ genügend Kolonisten und ich habe relativ wenig Waffen, von daher. Oh, das war sogar ein Häuptling von irgendwem. Okay. Wie dem auch sei. Nein, du gehst nicht Kreatur schlachten. Du gehst auch nicht Kreatur schlachten. Was machst du denn? Kannst. Was tust du? Was tust du? Ich weiß es nicht. Jetzt, wo wir das hier schon fertig haben, müsste ich ja eigentlich mal neue Sachen mir überlegen, was ich denn noch so bauen könnte. Also das hier wird ja unser Krankenzimmer, theoretisch. Das hier sind kleine Zimmer für kleine Kolonisten, die sehr, sehr unsymmetrisch sind. Das ist wirklich unschön. Das wird ein Badezimmer. Das ist unsere Werkstatt, das ist eigentlich groß genug.
Wir brauchen noch ein Gästezimmer, möglicherweise mehr Zimmer für Kolonisten und ein Zimmer für Gewächshaus. Machen wir einfach mal noch so einen fetten Komplex hier hin. Machen wir das mal so. Theoretisch kann ich hier unten auch noch was dran bauen, wenn irgendwann mal Not bestehen sollte. Boah, ist das unschön. Okay. Ist okay. Was werden das denn? Kolonistenzimmer? Macht wahrscheinlich Sinn, oder? Ich meine, so viele Kolonisten werden wir wahrscheinlich nie haben. Ach, wir brauchen Gefängnis noch, ne? Ja, können wir auch so halb Gefängnis machen draus, ne? So ein bisschen. Hier kommt der ganze Kram mit Kläranlage und so hin. Das da. Könnte ich doch eigentlich hier so ein kleines Gewächshaus machen, oder? Und da das ja ganz normaler Boden ist, kann ich das doch eigentlich auch auf dem Boden gewächsen, oder nicht? Das müsste doch eigentlich funktionieren. Jetzt einfach sagen, bam. Und dann. Ja, vielleicht sollte ich das irgendwie sinnvoller anbauen, sodass das irgendwie noch eins. So vielleicht. Dass ich dann sage, ich mache. Künstliche Sonne, künstliche Sonne macht so viel. Okay. Dass ich das so baue. Und dann habe ich da Böden, Tilte, das da. Und künstliche Sonne. Also. Ja, ich weiß, dass der da nicht stehen kann. Okay, bis zwei neben der Tür ist die eine Sonne. Das heißt, wenn ich hier noch eine Sonne hinmache, dann. Nee. Vier. Da müsste das doch eigentlich passen, oder? Vier. Okay. Ja, da müsste ich eigentlich ein sehr gutes Feld vollkriegen mit Kram. Oder ich mache noch eins weiter. Hierhin. Das. Und dann lasse ich hier in der Mitte, dann machen wir das kurz. Machen wir das dahin. Und dann ist der hier, diese Mitte, weg. Und dann habe ich nämlich zwei Felder. So. Wäre das schlau? Ich glaube, das wäre schlau. Ich glaube, das mache ich so. Es ist zwar trotzdem auch wieder mega unschön wegen, wie ich das hier aufbaue und so, aber egal. Interessiert ja keinen, wie das aussieht. Mittlerweile ist eh alles egal. Dann könnte ich hier oben einfach irgendwie hier so. Oh, das wird wieder riesig, ne? Ach ja, da ist ja ein See. Ach, richtig. Das habe ich komplett verdrängt wieder. Aber vielleicht sollte hier zumindest irgendwie noch eine Tür rein. Vielleicht sollte ich hier oben auch eine Tür reintun. Irgendwie kommt man da oben jetzt gar nicht raus.
Also man kommt hier unten raus, aber ist auch doof. Lieber überleben als schön. Ja, das stimmt schon. Überleben ist schon eine gute Sache. Muss ich auch sagen. Ich könnte das da, das ist ja sowieso noch nicht fertig, das könnte ich wegmachen. Warum habe ich das überhaupt dahin getan? Ich könnte die doch viel schöner hier hin tun. So, dann könnte ich nämlich hier gegenüber noch eins bauen, was einfach genauso aussieht. Ja. Dann könnte ich einfach hier irgendwie noch so ganz unschön irgendwie ein Gästezimmer dran klatschen oder so, aber das kann ich dann machen, wenn wir irgendwann mal soweit sind. Das dauert ja sowieso erstmal wieder 2 Jahre oder so, bis das fertig gebaut ist. Aber zumindest so rein theoretisch. Damit unsere Leute wieder was zum Bauen haben und nicht hier die ganze Zeit irgendwas von weit, weit weg holen wollen. Ne? Ja, doch. Ich glaube schon. Wie ich auch einfach hier seit Ewigkeiten diese Kläranlage da stehen habe. Warum kann ich überhaupt schon eine Kläranlage bauen? Habe ich das erforscht? Das habe ich tatsächlich schon. Ich habe einfach eine Kläranlage erforscht, aber noch nicht die wichtigsten Sachen. Ah, ja, okay. Ich hatte möglicherweise am Anfang meine Prioritäten am falschen Ende. Weil zugegebenermaßen Klos jetzt nicht so wichtig sind wie, ich weiß nicht, Überleben. Oder so. Aber okay. Was ist mit dir? Du bist verwirrt. Okay. Brown. Okay. Nein, du gehst nicht schlachten. Du gehst hier, nein, dahin. Oh je. Piraten. Der mordenden Zerquetscher. Okay, viel zu viele Leute mit viel zu vielen Waffen. Aber wenn ich das hinkriege, dann habe ich Waffen. Brown. Genau, du versorgst Brown. Du hast ein Repetiergewehr immerhin. Du hast nix. Du hast ein Messer. Du hast theoretisch, glaube ich, einen Revolver. Aber du bist verwirrt. Das ist nicht so cool. Warte, greifen die sofort an? Ich glaube schon. Okay. Wo gehst du hin? Gehst, glaube ich, dahin. Und du auch? Fragezeichen. Das ist doch alles. Kann ich dir sagen, dass du was? Nein, du kannst nichts ablegen. Ich würde gerne in diesem Ding hier einfach sein komisches Maschinengewehrartiges Ding da wegnehmen, aber da das wahrscheinlich fest am Körper amortiert ist, ist das, glaube ich, nicht so gut. Ich habe irgendwann mal Bögen verkauft, oder? Das war nicht so schlau. Fällt mir gerade auf. Die hätte ich mal besser behalten sollen. Ja, doof, ne? Hypothermie, du hast Hypothermie. Dann hör auf zu hypothermieren. Du schlachtest keine Kreaturen, bitte. Du gehst dahin. Warte, was ist eigentlich mit dir? Ich kann dir nichts sagen, ne? Ich meine, theoretisch, ich könnte fies sein. Und ihm einfach sagen, dass
Ich glaube, das mache ich jetzt. Oh, das ist so gemein. Das ist so gemein. Ich möchte das eigentlich nicht tun. Aber, neues Tiergebiet. Tiergebiet 3. Es tut mir so leid. Es tut mir so leid. Ich werde ihn jetzt dazu zwingen, einfach diesem Kampf beizutreten. Indem ich ihm sage, dass er gefälligst nur da existieren darf. Behandlung benötigt. Ja, Brown, es tut mir leid. Was mit euch? Keine Ahnung. Ja, gut. Wo ist Hart eigentlich hin? Da unten. Wie tot bist du? Könntest du mal versuchen? Okay, dann geh du mal. Sehr gut. So gut gemacht, Wieb. Ja, du gehst mal da. Ganz schnell weg. Und du gehst mal. Neues Tiergebiet. 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 Geh mal, keine Ahnung, da unten. Fragezeichen. Und das hier oben weg. Ach, Dreck, jetzt werden die wahrscheinlich auf Hart da gehen, ne? Das ist nicht so cool tatsächlich. Oh, Leute, ihr seid doch scheiße. Mega Badger. Komm zu Hilfe. Oh, Hart. Lass dich nicht töten. Wie sie auch einfach nichts tut. Wie die auch einfach nicht treffen. Ach, Herr Jemini. Immerhin treffen die auch ihren eigenen Typen. Oh nein, Mega Badger flüchtet ernsthaft. Du sollst die angreifen. Oh nein. Lass dich doch nicht hier so. Ach Gott, ey. Dachte, der greift die jetzt an. Hypothermie hart. Ach so, ja, irgendwer sollte vielleicht auch hart retten. Okay, Mega Badger, es tut mir unheimlich leid. Du darfst wieder unbegrenzt durch die Gegend streifen. Das war keine so gute Idee, wie ich mir das erhofft hatte. Oh nee, der ist jetzt auch. Oh, das ist doof. Okay, wir haben einen tot. Wie tot bist du? Relativ tot. Du auch, die anderen gar nicht. Okay, Fieb. Fieb kann mal hier hingehen. Brown, wann stirbst du? 17 Stunden. Hart 7 Stunden. Oh, das ist nicht gut. Okay. Jetzt gehst du ihn mal angreifen.
So. Ach, ausgerechnet du jetzt auch. Komm schon. Sehr gut. Und jetzt nochmal schnell die da angreifen. Adrik, lass dich nicht treffen. Und währenddessen kannst du hart retten. Oh, Dreck. Oh. Das ist nicht gut. Das möchte ich eigentlich nicht. Ich möchte eigentlich Brown behalten. Na, aber... Behaart. Brown. Und jetzt schießt er auch noch immer noch auf mich. Was bist du denn für ein Arsch? Was ist mit dir? Du kannst Landwirtschaft. Lernst ein bisschen Medizin. Ach, kannst du nicht mal einen Menschen da lassen? Die hat natürlich einen Parker. Die heißt auch schon Bösewicht. Kein Wunder. Oh, meine schönen Sachen. Meine schönen Dinge. Art ist ein Blutverlust. Ach, Leute. Da habe ich wieder nur zwei Leute. Das kann doch nicht sein. Ach, Mann. Leute, wirklich nicht. Ach, komm, das lasse ich mir nicht geben. Echt nicht. Okay, lasse ich mir vielleicht doch geben. Gut, hätten wir das auch. Ach Mann. Becky, wann stirbst du? In einer Stunde. Ja, das kriegen wir nicht hin. Wer lebt denn jetzt noch? Nur Jessie, ne? Oh. Das war so schön. Ich möchte das nicht. Ich akzeptiere das nicht. Warum ist der letzte Autosave vor 20 Minuten? Akzeptiere ich das oder akzeptiere ich das nicht? Es sind gerade auf einen Schlag alle meine Frauen abhanden gekommen. Der Mega-Matcher stirbt. Jessie ist am... Nein, ich muss neu laden. Das bringt doch nichts. Das bringt doch so nichts. Vor allem, wie der einfach alle 4 Minuten gespeichert hat, gefühlt. Bis auf jetzt, seit 20 Minuten nicht mehr. Ach Mann. Ah, oh, ist das schlimm. Das kann doch so nicht angehen. Ich brauche Waffen. Eindeutig brauche ich Waffen. Produktion. Gibt es nicht auch eine Schmiede, die mit elektrisch funktioniert? Ach Mann. Ich möchte weinen. Was ist mit dir? Weiß ich nicht. Ach, und jetzt habe ich mein ganzes, das alles nicht mehr. Okay, dann muss ich das jetzt einmal neu machen. Es tut mir ja leid, aber das ist wichtig. Wichtig für mein Inneres oder so. Ich brauche das zum Leben. Struktur
und so. Warte, das ist doof. Das darfst du nicht. So, weg. Ist das so passend? Okay, nein, das hat doch gepasst vorher anscheinend. So. Ah, nein. So. Aber dann ist das ganz eindeutig nicht mittig. So. Jetzt aber. So. Das war das größte oben und nicht so wie vorhin, aber naja, gut. Ich glaube, ich werde es überleben. Da noch eine Tür hin? Keine Ahnung. Das war, glaube ich, ungefähr so. Möbel. Künstliche Sonne. Eine dahin. Und Böden. 1, 2, 3, 4. Das kommt weg. Und Möbel, künstliche Sonne. Und das kommt dahin. Und dann kommt das weg. Und dann haben wir 1, 2, 3. Und dann kommt das hier. So, okay, das ging eindeutig schneller als eben, aber okay. So, nachdem man es einmal gemacht hat, ist es dann nicht mehr ganz so schwer. Doch, den Rest möchte ich auch haben. Ich habe mir das eben so schön überlegt. Das brauche ich. Für meinen Seelenfrieden. So. Okay, ach so, ja, und das sollte weg und dafür zwei mehr, aber dahin. Ach, und du nervst jetzt alle Leute. Ist okay, wenn du Leute nerven willst, solange du nicht irgendwie rausrennst und stirbst. Ja, genau das meine ich nämlich. Keine Unterkühlung bekommen, bitte. Geh doch einfach da, Leute, nerven. Wäre das nicht cool? Da, wo es warm ist? Nicht? Naja, gut, dann nicht. Ja, ich glaube, also kommt auf die Kleidung an. Nein, das nicht. Warum? Die haben hier alle diese Rüstungssachen. Okay, das hier ist nur für Stich- und Hitzewaffen. Aber theoretisch, je nachdem, was für Kleidung man hat, kann es auch sein wahrscheinlich, dass da irgendwie Schusswaffen Schutz irgendwie drin ist. Wobei das halt eben hauptsächlich bei so Sachen ist wie Schutzwesten oder so. Sinnvollerweise. Also ich weiß nicht, bei normaler Kleidung schätze ich mal nicht so wirklich. Also bei so einer Mütze oder so. Zumindest kann ich mir nicht vorstellen, dass die so unheimlich viel Schutz bietet. Du bist verrückt. Okay. Soll ich dich verrückt sein lassen oder soll ich irgendwen schicken? Sieht irgendwie merkwürdig aus, das Zeichen für Manhunter. Sieht aus wie so ein Widder oder sowas. Ich glaube, normalerweise sind Widder keine Menschenfresser. Glaube ich. Ich meine, so gut kenne ich mich mit Tieren auch nicht aus, aber... Ich könnte auch einfach warten, bis mein Tier da ihn einfach frisst oder so.
Ich weiß nicht, ob das so gut funktioniert. Das wäre doof, wenn er ihn nicht frisst und ich dafür dann irgendwann gefressen werde. Oder beziehungsweise einer meiner Menschen. Da bist du ja schon. Megabatcher, wie hungrig bist du denn? Medium hungrig. Boah, wie die am Ausrasten ist. Diese Katze. Was die für Geräusche auch macht. So, du gehst wohl dahin. Aber der zweite Parker ist fast fertig, das ist gut. Epidermie. Nein, du schlachtest gerade keine Kreatur. Katze, ernsthaft. Hör auf, so auszurasten. Na komm, Katz, komm. Okay, du solltest vielleicht auch treffen. Ah, nein, 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 nein. Böse Katz. Die hat sogar ordentlich. In den Kopf. Oh Gott. Das war sicherlich nicht angenehm. Die Katze hat einfach nichts davon getragen. Naja, gut. Oh, ich glaube, der Schneeleopard hat möglicherweise wieder aufgehört, Manhunter zu werden, weil er schläft. Warum auch immer die dann plötzlich vergessen, dass sie eigentlich gar nicht manhunten wollten. Oder dass sie dann manhunten wollten. Nein, schlachte doch keine Kreatur. Wenn du unbedingt arbeiten willst, dann arbeite am Gewächshaus. Du mit deinem Nichts an. Ja, was so wirklich überhaupt nichts an hat, das ist echt schlimm. Ich glaube, diese Menschen haben sich einfach schon komplett sämtliche ihrer Fortpflanzungsorgane abgefroren. Sowohl weibliche als auch männliche. Meine Kolonisten werden niemals wieder Kinder zeugen können. Können sie auch so nicht, weil ich die Mod nicht drin habe, aber trotzdem können die wieder Spaß haben. Aber das scheint die irgendwie nicht zu stören. Was tust du? Ja, du darfst. Du darfst rausgehen und Dinge tun. Du hast einen Parker. Du hast Nahrungsmangel, das ist nicht so gut. Staubmantel, wenn ich Staubmantel hätte, dann wäre ich ja glücklich. Jessie, du möchtest random durch die Gegend laufen. Nein, Jessie, du läufst nicht random durch die Gegend. Es tut mir ja sehr leid, aber nein. Nein, immer noch nicht. Wie einfach irgendwie so alle 5 Minuten mal antestet, ne? Na, kann ich jetzt? Kann ich jetzt? Nein. Wo ist Madame? Madame geht es tatsächlich sehr gut. Es ist auch gar nicht mal so kalt. Nein, immer noch nicht. Nein. Ach komm, du solltest doch mittlerweile... Ach so. Leopard, okay. Hypothermie. Nein, dann geh einfach da rein. Genau. Und jetzt kannst du doch, ja, Buffalo-Fleisch und so und Sachen verarbeiten und so. Ist doch schön, oder nicht? Genau. Brauchen wir alle gar nicht zu erfrieren. Der zweite Parker ist fertig. Der ist zwar schlecht, aber
Wem geben wir den? Ach so, er hat sich selber den schon. Hat sich den schon geklaut. Na ja, gut. Immerhin sind jetzt die beiden, die immer weglaufen, um zu sterben, ein bisschen geschützt. Ah, okay. Ich wusste gar nicht, dass das von der Qualität abhängt, wie viel die abhalten. Was ja irgendwie auch so ein bisschen Sinn macht eigentlich. Okay. Du schlachtest Kreaturen. Was machst du? Du machst Badger. Okay. Gut. Oh, viel forscht. Cool. Und Hypothermie. Aber ist in Ordnung? Nein, geh da. Bleib. Du baust. Oder auch nicht. Du baust doch keinen Stahl ab. Gut. Okay, jetzt darfst du wieder. Bald, irgendwann haben wir vielleicht alle einen Parker. Und dann kriegen wir vielleicht irgendwann auch alle Hosen. Und dann erfrieren wir irgendwann alle nicht mehr. Irgendwann wird diese Kolonie florieren und wir werden nicht sterben alle 5 Minuten. Dann bin ich glücklich. Da habe ich wahrscheinlich auch keine Lust mehr auf das Spiel, aber irgendwie hört die Lust immer so dann auf, wenn es so langsam anfängt, wieder einfach zu werden. Und dann braucht man ja gar nichts mehr machen. Es ist ja langweilig. Polarfuchs. Nö. Nö. Gehen wir alle mal schön rein. Und dann kann sich das Füchschen was Neues aussuchen. Wo ist er denn? Psychisches Brummen. Nein, die auch nicht, bitte. Der Polarfuchs hat jetzt auch nicht so wirklich was zum Angreifen, ne? Ist natürlich doof. Ja, wir könnten den Polarfuchs erschießen. Vielleicht ist das eine gute Idee. Ja, ist okay. Nein, das ist nicht okay. So, jetzt macht das schnell. Beschießen. Ach, hilf du ihm mal. Sonst funktioniert das, glaube ich, nicht. Okay. Ja, das war nicht so. Aber immerhin, er lebt noch. Alles ist gut. So, jetzt kann noch irgendwer das reintragen, damit es da draußen nicht kaputt geht. So, Brown, du wurdest... Wir müssen irgendwann irgendwas mit der Niere von ihr tun. Weil das ist nicht so gut. Warte, männliche Kolonisten. Wer ist dann alles männlich? Jesse und Tippi, ne? Ja. Okay. Sieht's denn mit Essen aus? Nicht so. Okay. Du hast Hypothermie.
So, du lässt dich mal heilen, ein bisschen. So. Brauchen immer noch was zu essen. Leider hat unser Jäger immer noch keinen Parker. Das ist doof. Ach, Dreck, nein, wir haben. Aha. Er hat ja immer noch die falschen Einstellungen für Medizin. Dreck. Naja, gut. Haben wir jetzt ein bisschen Medizin verloren? Das Machfollow da oben ist schon weg. Okay. So, damit die sich nicht zu sehr beklagen. So, kannst du immer füttern. Und sie behandeln. Wundinfektion. Da darfst du auch ihn behandeln. Dafür hätte ich jetzt eigentlich die gute Medizin gebraucht. Naja, gut. Okay, Wildlife ist zumindest ein bisschen was, die da unten. Ansonsten habe ich hier noch irgendwas Totes übersehen, was irgendwo hier rumliegt. Da ist noch was Totes, noch vier übrig. Vier Dinger, 4% oder was? Naja, okay. Was war das? War das bei meinem Badger? Ja, okay. Das kann ich. Okay, es ist schon weg. Ich dachte, ich könnte das jetzt essen. Aber nein. Ist okay. Wenn mein Badger hungrig ist, ist mein Badger hungrig. Machst du nix. Paranoia. Okay. Du rambelst vor dich hin. Du schlachtest das da. Wie viel Essen hat uns das daneben gebracht? Nix, weil es schon alle aufgegessen haben. Okay. Okay. Ich akzeptiere das. Ich akzeptiere mein Schicksal. Hatten wir nicht irgendwann einen Revolver? Hatte nicht irgendwer einen Revolver? Hattest du einen Revolver? Du hast einen Revolver. Ja, sag mal, möchtest du denn nicht jagen? Madame? Möchtest du bestimmt. Nein, möchtest du nicht, weil du keinen Parker hast, ne? Ja, nein, dann lassen wir das lieber. Ist schon okay. Ich habe nichts gesagt. Schwere Wundinfektion, aber du hast Immunität. Das ist gut. Und du bist ein Psychopath geworden. Das ist gar nicht so schlecht. Ah, okay, du bekommst keinen Stimmungsboost von Gesprächen. Aber ansonsten kriegst du auch keinen Malus von bösen Dingen. Das ist immerhin. Ist etwas, ne? Und da haben wir Essen. Okay. Immunisiere. Beeil dich. Werd gesund. Und deine Daumen. Wundinfektion am Daumen. Und sie hat mit ihrem sinnlosen Geschwafel aufgehört. Das ist gut.
Okay. Eigentlich müssten wir das Bett hier auch mal wieder verwenden irgendwie. Weil sinnvoll. Oh, aber der Winter ist fast vorbei. Du bist bewusstlos, warum? Ach nee. Das muss doch nicht sein. Okay, er ist jetzt nicht vorhanden. Maximal 10% Bewusstsein, das ist nicht viel. Weil er depressiv ist. Er wird mehrere Tage andauern. Okay. Okay. Warte, kann ich ihm sagen, nein, aber du kannst ihn doch ausziehen, ne? Das bedeutet, du kannst es jetzt anziehen, das bedeutet, du kannst jagen gehen. Hahaha. Okay. Oh, und irgendwer sollte ihn behandeln. Oh je. Und Infektion ist genauso hoch wie Immunität. Jetzt ist sogar die Wundinfektion höher als die Immunität. Oh Gott. Amputiere den Daumen. Ist natürlich jetzt doof, dass unser Arzt halt... Ne? Ach komm! Ernsthaft? Ihr könnt beide nicht arzten, oder? Oh, Alter, nein. Kannst du dich selber operieren? Nein. Warum wolltest du auch aufs Klo gehen? Ich habe dir gesagt, du sollst dich operieren. Ich hatte nicht erwartet, dass das funktioniert. Ach, jetzt stirbst du, weil dieser Scheiß... Aber wir haben 3 potenzielle Ärzte und alle 3 potenziellen Ärzte sind ausgenockt. Und hallo, herzlich willkommen. Trotz meiner Verzweiflung. Herzlich willkommen. Willst du jetzt echt hier sterben einfach? Wegen so einem Scheiß? Wegen dem Daumen? Weil wir einfach niemanden haben, der dich gerade bearzten kann? Aber du konntest so gut handwerkern. Oh. Ha, ha, tut was. Oh, bist du? Oh, das wird aber knapp. Oh. Komm schon. Nein! Und sie hat einen kleinen Fehler gemacht. Das bedeutet, sie hat den Mittelfinger abgeschnitten. Ja, toll. Oh, schön. Und er ist dann trotzdem gestorben. Ja, okay. Ich akzeptiere das jetzt einfach. Ich akzeptiere mein Schicksal. Fast so gut in Handwerk. Fast so unheimlich gut in Handwerk. 12 mittlerweile. Naja, okay. Kannst du den mal begraben gehen? Tschüss. Typ, dessen Namen ich nicht aussprechen kann. Es war schön mit dir. Die 2 Tage oder was. Aber hey, er hat 2 Parkas gebaut. Immerhin. Das ist schon mal etwas. Ach man. Wir haben immer noch kein Essen. Oh, unser Jäger hat keine Waffe. Ja, das steht sogar da. Ich hab's nur ignoriert, okay. Jetzt weiß ich auch, warum sie nicht Dinge tut. Und der Frühling hat angefangen. Das heißt, es sind jetzt vielleicht nur noch minus 20 Grad bald. Tahaha. Wie cool. Nahrungsmangel. Okay.
Nein, du rüstest Dinge aus und nein, die sind weg. Das ist schlecht. Das ist echt schlecht. Da ist ein Polarfuchs. Okay, jetzt muss ich nochmal ganz gründlich diese ganze Karte absuchen. Nach Essen. Nach möglicherweise schon totem Essen. Vielleicht hat unser Mega-Badger ja noch ein, zwei kleine irgendwas gerissen. Ein, zwei kleine Timberwölfe zum Beispiel. Ja, ist auch okay. Also vielleicht auch ein, zwei große Tiere. Irgendwo? Fragezeichen. Na, okay. Zwei Tiere, immerhin. Das sind mehr als kein Tier. Oder so. Diese Logik, sie ist unglaublich. So, tragen wir das alles mal weg. So, du gehst da oben Füchschen schlachten. Und zwei sind recht am Verhungern. Okay. Das heißt, ihr kriegt als erstes. Nein, du trainierst nicht. Weil hier Menschen verhungern, Madame. Du kannst nicht laufen hier, ja, das ist schlecht. Wie wär's, wenn du. Uhuhuhu, was haben wir denn da? Es ist nicht intelligent, die anzugreifen, oder? Die haben 270 Fleisch. Ich würde den echt gerne jagen. Wirklich gerne. Aber ich glaube, das würde ich nicht überleben. Oder? Ich glaube nicht, dass das eine gute Idee ist. Du bleibst wahrscheinlich auch nicht lange auf dieser Karte, oder? Ja, wobei. Ich meine, wenn Brown sich da irgendwo hinstellt und auf ihn schießt, weiß es nicht, ich weiß es nicht. Wie schnell ist denn Brown? Nicht so schnell wie das Tier. Ja, ich sag doch, Fortschritt und so. Und zwei Parkas sind immer noch mehr als keine Parkas. Wir haben zwar einen sehr hohen Verschleiß an Leuten, aber zumindest momentan ist es noch annehmbar. Eine annehmbare Anzahl an Menschen. So, kann jetzt mal irgendwer den füttern. So. Und du fütterst dich mal selber. Fieb ist am Dingsen, das ist auch schon mal gut. Aber ich möchte eigentlich wirklich dieses. Ich möchte es töten. Ich möchte es essen. Das ist wahrscheinlich keine gute Idee. Vor allem nicht da so quer über die Karte zu gehen. Ich könnte Phoebe mitschicken, für den Fall, dass es in den Nahkampf geht.
Aber das Vieh macht halt einfach 6 Schaden im Nahkampf. Das ist halt so wie so ein. Wie der komische, krasse Wolf. Aber ich sollte vielleicht nicht nochmal diesen Fehler wie beim dem Wolf machen. Das war nicht so schlau damals. Wie sieht's denn mit eurem Hunger aus? Eigentlich ganz gut, ne? Vielleicht warte ich noch ein bisschen und hoffe, dass was anderes auf die Karte kommt. Und wenn nicht, dann weine ich und ja, dann weine ich. Ob ich meine Menschen gegen Tiere tausche? Nein, das würde ich doch niemals tun. Okay, falls ich Shadow zurückbekommen könnte, dann schon. Ich meine, Shadow war schon echt verdammt cool. Aber ich bekomme ja noch nicht mal Tiere. Meine Menschen sterben einfach. Sie sind dann einfach tot. Wenn ich dafür wenigstens Tiere bekommen würde. Das wäre ja dann noch irgendwie okay. Halbwegs. Okay, warum geht's dir eigentlich so furchtbar? Ach, du bist ja so wie ja. Ich erinnere mich. Du bist sehr hungrig. Wir haben nichts zu essen. Wir haben nur ein wolliges Rhinoceros auf dieser Karte. Das eine sieht aus wie eine Katze und das andere wie eine Kuh. Okay. Ja, nicht ganz. Fast. Vor allem ist der Badger einfach keine Kuh. Der Badger hat sogar mehr, macht mehr Schaden als das Rhinoceros theoretisch. Von daher, vielleicht ist es doch gar nicht so dumm, das Rhinoceros anzugreifen. Das hat ja auch nicht so ein krasses gepanzertes Gedönse wie mein Badger, ne? Wenn ich wirklich Phoebe noch mitschicke. Oh Gott, das wird nicht gut ausgehen. Ja, sie werden oft angreifen, ich weiß, und er wird mich angreifen und das wird furchtbar sein. Ich sehe es kommen. Ich sehe es kommen. Ist okay. Ich brauche das Essen. Oh Gott, das wird nicht gut werden. Das wird nicht gut um Gottes Willen, um Gottes Willen. Aber es ist schon gut verletzt. Nein, nicht wegrennen. Drauf schießen. Schießen. Tütes. Gott, Tütes. Oh Gott. Uhuhuhu. Du hast eine Prellung und du hast überhaupt nichts. Was? Okay. Das war erstaunlich. Erstaunlich, erstaunlich. Es hat funktioniert. Ich habe ein wolliges Rhinoceros getötet, ohne zu sterben. Das heißt, wir haben jetzt wieder Essen. Cool. Das heißt, wir müssen nicht sterben. Heute noch nicht. Vielleicht morgen, aber heute noch nicht. Was sind das für komische Geräusche? Ja, was habe ich? Nahrungsmangel, genau das. Aber nicht mehr. Heute werden wir wie die Könige schlemmen. Naja, okay, wir essen rohes Fleisch, aber das ist fast wie Könige schlemmen. Fast. Zumindest im Vergleich dazu nichts zu essen.
Und Kleidermangel. Ja, wobei ich glaube, dass sich das wollige Leder da überzuhängen, das bringt, glaube ich, nicht so viel. Wir haben ja jetzt leider keinen mehr, der uns Parker baut. Meh, würde ich sagen. Aber immerhin, wir haben Essen. Bis morgen oder so. Aber immerhin, bis morgen haben wir Essen. So, und du machst hier so Dinge und baust da so Dinge. Wir haben jetzt sogar Licht. Hahaha. Licht ist doch auch gut. Ja. Könntest auch mal Strom bauen. Nicht Strom. Heizung bauen. Das wäre eigentlich echt mal ganz cool. Wo bist du hin? Brown? Hallo? Ach so. Wer wohnt denn da? Das Model. Warum bist du an dem Grab von dem Model? Das ist das eine Grab, an dem du nicht trauern solltest. Wirklich nicht. Ach so, nein. Und Gold. Du brauchst jetzt wirklich kein Gold abbauen. Wirklich nicht. Oh, Jesse hat sich überlegt, wieder zusammenzubrechen. Okay. Er ist gerade aufgestanden und einfach... Und jetzt beleidigt er Leute. Okay. Na gut. Der ist halt einfach echt so ein Arsch, der Typ. Ich meine, der ist der Typ, der immer versucht, alle Leute umzubringen und unsere Tiere umzubringen. Jetzt beleidigt der alle und rastet die ganze Zeit aus. Wenn er nicht so ein guter Arzt wäre, dann würde ich den echt einfach irgendwo begraben gehen und dann soll er doch bleiben, wo der Pfeffer wächst. Aber er ist halt echt einfach unser einziger Arzt. Ah, der kann sich halt irgendwie leisten, scheiße zu sein. Naja. Freundchen, wenn ich irgendwann mal einen besseren Arzt finde als du, ne? Dann musst du dir aber was überlegen. Dann wirst du hier kollektiv hingerichtet oder so. Naja, immerhin tut er irgendwas, manchmal. Gut. Und du? Immer noch nichts auf unserer Karte. Immerhin, wir haben zwei Stück Nahrung. Ist schon mal was. So, dann haben wir hoffentlich bald genug Stahl, um hier ein bisschen mehr zu heizen. Und dann können wir vielleicht noch ein paar weitere von den Zimmern bewohnbar machen. Ich tue mal einfach hier so ganz dreist irgendwie so random Betten rein. In der Hoffnung, dass wir irgendwann mal... krasse Betten bauen können. Ich glaube nicht, dass das jemals passieren wird, aber die Hoffnung stirbt zuletzt. Gut. Oh, Schneeleopard. Jetzt gibt es einen Schneeleopard. Scheinbar. Da. Ist wahrscheinlich wieder sofort weg, wenn unser Badger da einmal reinbeißt. Jupp, weg. Okay, wegsnackt. Gut, dann ist da wohl nichts für mich übrig. Okay. Jesse, warum unterkühlst du? Was tust du? Tust du was Dummes? Baust Stahl ab. Ah, okay. Solange du nicht quer über die Karte läufst. Okay. Okay, okay, okay. Es hat auch noch keiner großartig Nahrungsmangel. Ein Riesenfaultier. Die Viecher sind irgendwie, die waren ja mal ultra... Ultra die krassen, weil das irgendwie so die größten Sachen waren, die so existiert haben.
voll die altehrwürdigen Tiere oder so. Oh, 360 Fleisch. Es tut mir leid, ich will das ja nicht, aber ich fürchte, es bleibt mir nichts anderes übrig, als auch dieses ehrwürdige Tierchen abzuschlachten. Auf grausamste Art und Weise. Hart. Wo bist du? Da. So. Ach, du armes Tierchen. Ich hoffe mal, jetzt gehen Leute zu der Beerdigung von dem Typen, weil der war um einiges sinnvoller als... Es ist nur einer hingegangen und bei dem scheiß Model waren 2 Leute von 3 und jetzt nur einer von 4, das ist doch... Das kann doch nicht angehen. Oh nein, armes, kleines Faultier. Oh Gott. Es versucht noch nicht mal sich zu wehren. Oh nein. Aber oh, das tut mir so leid. Oh, und wir haben Otter. Ich meine, die will ich eigentlich auch nicht töten, aber die sind ja selber Räuber. Da liegt noch ein Bär. Den nehmen wir auch mal mit. Theoretisch, die Otter würden wahrscheinlich, wenn sie hungrig werden, auch noch irgendwen angreifen. Ach, Jesse, nicht schon wieder. Das hatten wir doch schon. So. Ja, beeil dich, Jesse. Mach hin. So, dann haben wir einmal Bär und einmal Faultier. Das ist doch gut. Dann haben wir jetzt ultra viel Fleisch. Also ultra viel, in Anführungszeichen. Ein bisschen. Otter und Hasen. Einen Hasen. Wie viel Fleisch bringen uns denn? Ah, ist okay. Wie viel Fleisch bringen uns Otter? 37. Das ist nicht viel, aber immerhin mehr als so ein Hase. Okay. Gut. Irgendwie wäre es jetzt cool, wenn noch irgendwie so ein nochmal so ein Typ mit mega guten Handwerksskill vorbeikommen würde. Also ich will es ja nur gesagt haben, ich meine. So ist natürlich auch nicht schlecht, aber das war schon irgendwie ganz cool. So jemand, der so Handwerk kann und so. Warum geht's dir eigentlich so gut? Weil du zweimal ausgerastet bist, okay. Ich dachte schon irgendwie was Gutes so insgesamt, aber okay. Es geht den Leuten einfach nur gut, nachdem sie ausgerastet sind. Alles andere ist eigentlich nur Scheiße, okay. Naja, gut. Aber... Wir haben ein Zuhause mit Wänden. Ich will es ja nur mal gesagt haben. Es ist schon cool. Haben wir eigentlich noch irgendwas, was wir bauen können? Nicht so richtig, ne? Ja, abreagieren hilft. Andere Leute schlagen, sich selbst schlagen. Dann ist alles direkt nicht mehr ganz so furchtbar. Black Bear. Okay. Hm,
irgendwas, was du... Du baust Stahl ab. Das ist... Oder auch nicht. Butamin. Nein, dann gehen wir dahin. Okay, wir haben Essen für... Für 2 Tage. Yay. Na, komm. Dieser Riesen-Badger hat noch nicht mal das allererste abgeschlossen. Boah, das wird dauern, bis der irgendwas tragen kann. Eins Otter ist durchgedreht. Ein Stück. Okay. Brown hat anscheinend den Otter schon versucht anzugreifen. Hat aber nicht so ganz geklappt, wie es aussieht. Naja, da wir den eh jagen, warte ich einfach, bis der hierher kommt. Da ist er. Wie verletzt bist du denn? Ach, da unten ist noch einer. Okay. Warte, sind da noch mehr? Sind die auch? Ach, die sind alle. Och nö. Bäm, ist das laut. Lauf. Lauf, 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 lauf. Otter Nummer 1 ist tot. Nur noch 1, 2. Warte, wir haben noch einen Wildlife-Tab, ne? Okay, die sind alle 4 wahnsinnig geworden. Okay. Dann. Der eine stirbt jetzt wahrscheinlich. Ja. Megapatcher, gehst du? Ja, du jagst Otter. Okay, dann haben wir noch einen toten Otter. Noch einen weniger. Aber die sind so süß. Ich möchte die eigentlich gar nicht töten. Da ist ein schlafender Otter. Achso, der ist dann auch gar nicht mehr böse. Und der andere auch nicht. Okay. Dann können wir jetzt zumindest den Otter da essen. Jo. Okay. Wir haben immer noch Nahrung für 2 Tage. Oh Gott. Habe ich wieder... Ach, ich habe es wieder zu laut angelassen. Darum ist das so laut. Achso, Strom. Stromkabel. Doch, geht alles noch. Achso, ja, hier müssen dann auch irgendwie Stromkabel rein. Okay. Gut. Boah, vielleicht haben wir dann bald tatsächlich Grundlagen der Mikroelektronik. Und dann können wir endlich so Raumfahrtschiffsdinger da anfunken. Dann können wir endlich irgendwie Sachen verkaufen, Sachen kaufen, Essen kaufen, vor allen Dingen. Dann sollten wir aber irgendwie irgendwen dazu schicken, dass die hier die Sachen alle reintragen. Damit wir die auch verkaufen können.
Und auch das ganze Silber, was hier noch rumliegt, und das Gold. Hier liegt auch noch jede Menge Silber rum. Das wäre ja doof, wenn wir da nichts kaufen können, weil einfach unser ganzer Kram in der Gegend verteilt liegt. Die Otter können einem ja schon irgendwie ein bisschen leid tun, ne? Wie die hier abgemetzelt werden. Wurdest du eigentlich? Haha. Du wurdest nicht angekratzt. Schade. Den Bären hätte ich nämlich auch gerne gegessen. Aber vielleicht, wahrscheinlich wird unser Badger bald ein bisschen hungrig sein. Dann schnappt er sich vielleicht den Bären. Vielleicht bleibt was für mich übrig. Wie ich einfach so von den Resten meines Badgers lebe. Es ist Frühling und nur noch minus 18 Grad. Ist das nicht schön? Bald kann ich vielleicht wieder Sachen anbauen. Dann ist es zumindest nicht mehr ganz so schlimm mit Essen und so. Muss ich jetzt eigentlich nochmal das hier machen? Nee, muss ich nicht. Okay, aber ich könnte ja vielleicht Erdbeeren hier anbauen. Weil das mit der Baumwolle hat ja nicht so wirklich funktioniert. Mal gucken, ob vielleicht Erdbeeren funktionieren. Badger. Du möchtest doch bestimmt. Und ach, du wurdest gerade gefüttert. Ja, das ist vielleicht nicht so schlau gewesen. Wenn ich will, dass er den Bär frisst. Naja, gut. Ja, das ist wohl wahr. Es ist etwas kalt für Baumwolle. Ein ganz kleines bisschen vielleicht. Aber man kann es ja mal versuchen. Dachte ich mir zumindest. Ja, war vielleicht nicht so schlau. Nicht unbedingt. Ich gebe es ja zu. Ja, auf der anderen Seite irgendwie so für Erdbeeren oder so ist es wahrscheinlich auch nicht so warm genug. Für Reis eigentlich auch nicht. Ist Reis nicht gerade eigentlich so in ganz, ganz warmen Gegenden? Fragezeichen. Naja. Stört ja keinen. Vor allem in warmen und feuchten Gegenden brauche ich nicht dafür eigentlich so ein fettes Wasserbett-Ding, wo die dann so halb im Wasser drin stehen und da irgendwie dann drin wachsen. Ich glaube, das war Reis, der so wächst. Was irgendwie wahrscheinlich suboptimal ist, wenn das Wasser eigentlich grundsätzlich eingefroren ist. Aber naja. Ja, für Menschen ist es hier sowieso zu kalt. Zu kalt und zu alles andere auch. Zu viele böse Tiere und zu asozial. Zu wenig Essen vor allem. Wobei ja theoretisch auch für alle anderen Tiere. Ich meine, kein Tier bleibt hier irgendwie lange, weil es gibt hier ja eigentlich nichts. Abgesehen von Schnee. Ich meine, wenn man Schnee mag, ist das vielleicht eine gute Gegend, aber immer nur Schnee. Wie wär's, wenn du das. War das schlau? Oh, das war wahrscheinlich nicht schlau. Oh, war das schlau? Geh du mal helfen.
Ach, Dreck. So ein Dreck, so ein Dreck. Kriegst du den hin? Fieb. Ich schäme mich. Ich schäme mich. Er hat sein eigenes Grab geschaufelt, genau. Okay, merke, Black Bear nicht angreifen. Ich meine, das ist wahrscheinlich normaler Menschenverstand. Will ich jetzt einfach mal so behaupten. Aber damit braucht man mir nicht zu kommen. Ach, okay. Warte, nein, du fütterst jetzt nicht unser Vieh. Wir machen das jetzt einfach komplett. Nö. Wir haben eh kein Essen, wir verschwenden das jetzt nicht an unseren Badger. Das braucht eh 300 Jahre, bis irgendwas da passiert. Ah, oh, der auch noch. Es wird ja immer besser. Okay. Wie viel Hunger hast du denn? Noch gar keinen, okay. Und der geht einfach nur durch die Gegend. Okay. Ach Mann, ach Mann, ach Mann. Immerhin sind wir schon erstaunlich weit bei den Grundlagen der Mikroelektronik. Das heißt, wir brauchen jede Menge Stahl, ganz schnell. Und dann können wir uns ein Ding bauen. Und dann können wir handeln. Und das ist gut. Diese ganzen Sachen könnten wir eigentlich irgendwo mal wegbringen. Kannst du das da? Hatten wir nicht irgendwo Komponenten? Aber keine Komponenten. Habe ich die verrotten lassen? Ich habe die wahrscheinlich verrotten lassen. Ja. Okay. Okay. Ist okay. Jagd Eich, du sollst nicht das Eichhörnchen jagen, du sollst den Bären jagen. Vor allem das Eichhörnchen ist doch viel weiter weg. Glaub mir, du möchtest den Bären essen. Ich brauche noch einen Namen für meinen Mega-Badger. Irgendeinen coolen Namen. Bärchen oder so. Irgendwas Niedliches. Und ja, cool und niedlich, das passt gut zusammen. Es kann cool und niedlich gleichzeitig sein. Es ist technisch möglich. Schnuffi. Oh. Ein Schnuffi. Das ist auch süß. Vor allem einfach so ein Viech, was so groß ist wie so ein Elefant, was einfach ultra krass ist und alles tötet, was in seinem Weg steht.
Oh, war das gut. Mann, war das gut. Diese Ablenkung, diese Teamarbeit. Unglaublich. Das habe ich ja noch nie gesehen, dass die tatsächlich funktionieren. Das war cool. Okay. Es hat funktioniert. Wir haben wieder ein bisschen Essen. Das ist erstaunlich. Gut. Und nun Wildlife, Spirit Wolf. Ja. Ich weiß, ich weiß. Bei dem wird das wahrscheinlich nicht so funktionieren. Wie viel Hunger hast du denn? Du hast bald viel Hunger. Aber nein, der ist weit weg. Okay. Ja, das war's. Nein, nicht Mega Badger. Oder bin ich risikofreudig? Jessie sieht zum Anbeißen aus. Ja, wir haben ja mitbekommen, jeder, der sich mit Jessie anlegt, stirbt. Ich meine, der kann zwar nicht Fernkampf und nicht Nahkampfen, weil er einfach gewalttätig vermeidet oder verweigert. Aber trotzdem bringt er alle Leute dazu zu sterben, wenn die sich einmal irgendwie in seiner Nähe aufhalten. Okay, wir könnten jetzt den Spirit Wolf mit unserem kleinen Badger kämpfen lassen und währenddessen mit gesamter Mannschaft den Spirit Wolf angreifen und hoffen, dass das reicht. Ich wette, das ist keine gute Idee. Ich wette es, aber das ist mir egal. Wohin geht der? Er jagt den Hasen. Dann gehen wir ihm hinterher. okay. Ja. Oh, oh nein. Oh, was? Mega Badger, doch. Ja, Mega Badger. Jessie, du bist da falsch. Ja, geht mal ein bisschen näher ran, damit ihr nicht unseren kleinen Badger und dann und du gehst auch noch ein bisschen näher ran, damit du nicht deine eigenen Leute hier. Spirit Wolf rächt sich. Okay. Uhu, der ist aber schon ordentlich. Mega Badger tut auch Dinge, das ist gut. Jetzt müssen wir nur hoffen. Komm schon. Komm schon, komm schon. Okay, Vieh bis hinüber. Also nicht ganz hinüber, aber Medium hinüber. Dir geht's relativ gut. Ah, oh, kommt schon. Schon tötet den Badger. Den Spirit. Ja! Wir haben einen Spirit Wolf getötet. Gemeinschaftlich. Nichts kann uns jemals wieder unterkriegen. Oh. Und jetzt können wir nämlich den Spirit Wolf essen. Ha! Wir haben die mit krasseste Kreatur in diesem Spiel getötet. Nein, okay, die krasseste sind wahrscheinlich diese komischen Alien-Viecher. Aber egal. Das war schon echt verdammt cool. Okay, jetzt möchte ich noch mal was gucken. Verdammt. Ich dachte, ich kann hier vielleicht noch nachgucken, wie viel Schaden der immer so macht. Naja, gut. Ist okay. Das war schon echt verdammt cool. Jetzt kannst du sie behandeln. Dann unseren kleinen Badger behandeln.
Warum haben wir keinen Strom? Ach so, weil Strom explodiert ist, ne? Ja, ist okay. Ach, das ist auch gerade gar nicht verbunden, ne? Und ein Schneeleopard ist verrückt geworden. Ja, wir sind jetzt krass. Also das, als ob uns da ein Schneeleopard noch irgendwie... Okay, vielleicht doch. Na okay, er ist immerhin schon angeschossen. Komm schon. Gut, dann trag ihn noch nach Hause und dann... Immerhin, jetzt habe ich ganz viel Essen. Auch wenn es mir irgendwie um den Spirit Wolf ein bisschen leid tut, weil das ja irgendwie schon ein bisschen cool ist, diese Viecher. Achso, ja, nein, das... Ja, okay. So, behandeln. Und behandeln. Und du kannst schlachten. Ha, 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 ha. Dann haben wir wieder Essen. Sehr gut, sehr gut. Okay, das ist quasi nichts, was da rausgekommen ist. Noch nicht mal für einen Tag. Und das ist auch nicht wirklich viel, was da rausgekommen ist. Okay. Meine Hoffnungen lösen sich wieder in Luft auf. Ist okay. Bin ich gewöhnt. Ist in Ordnung. Oh nein, das auch noch. Dann einmal behandeln. Rechtes Bein. Das können wir notfalls abnehmen, wenn es problematisch werden sollte. Okay, Wildlife. Nix. Menschenjagendes Rudel. Red Panda. Ja, aber das kennen wir ja. Diese menschenjagenden Rudel, das wollte ich sagen. Die sind nicht so freundlich. Und wir sterben da in der Regel immer sehr viel bei. Darum Beschränkung. Gebiet 1, welches Gebiet? Genau das hier ist. Da dürft ihr auch hin, wenn ihr unbedingt wollt. Und unten. Sogar dahin. So, der Rest ist tabu. Okay. Na, immerhin könnt ihr jetzt mal sauber machen und so. Vielleicht kann unser Badger ein paar davon töten. Das wäre cool, eigentlich. Ich muss eigentlich nur warten, bis die keine Nahrung mehr haben. Das dürfte ja hoffentlich relativ schnell passieren. Und da passt das schon. Was haben wir denn noch hier auf der Karte? Schiefer? Ist das Schiefer? Okay. Bis du 250 hast. So. Gut, warum bist du so? Keine Ahnung. Haben wir denn noch irgendwas?
Ach, ich kann jetzt eine Mechanikwerkbank bauen. Richtig, das sollten wir tun. Durchaus, durchaus. Wohin baue ich das denn? Baue ich das mal dahin? So, haben wir noch Nahrung? Nee, ne? Nix, nix an Nahrung. Okay. Boah, wie die kreischen. Mega Badger, bist du denn nicht hungrig? Bisschen hungrig bist du schon, ne? Möchtest du nicht kleine Pandas snacken? So ein paar? Fünf oder so? Oder vielleicht sogar mehr? Fände ich eigentlich echt gar nicht so schlecht. Oho. Pandas greifen meinen Badger an. Könnt ihr es wagen? Oh, der arme Kleine. Ach, kommt schon, verschwindet. Ich kann euch gerade echt nicht brauchen. Ja, das. Ein Pyromane. Ach, das hatten wir ja lange nicht mehr. Ich akzeptiere ihn eigentlich echt gerne, aber da sind gerade so Viecher. Ja, du bist echt nicht so cool irgendwie. Kann das sein? Du kannst Kunst. Yay. Cool. Kannst ein bisschen Tiere. Das ist also wirklich nicht so. Woher kennst du die? Keine Ahnung. Er stirbt wahrscheinlich jetzt eh, weil er da durch die Dinger durchrennt. Ist halt nicht so schlau, unbedingt. Haben die ihn schon entdeckt? Ich weiß es nicht. Ich glaube nicht. Aha, greifen Sie ihn an. Da kommt der Erste. Aber er ist schneller. Haha, sehr cool. Schwere Krankheit. Ach, richtig, die war. Und Infektion. Behandle. Immunität ist aber höher. Nein, jetzt nicht mehr. Ach, Dreck. Okay, dann machen wir. Dann nehmen wir es halt ab. Mein Gott. Rechtes Bein. Das ist doch das rechte Bein. Ja, das ist das rechte Bein. Operiere. Nee, da habe ich keine Zeit für. Bein abgeschnitten. Sehr gut. Oder auch nicht gut, aber naja. Passiert, ne? Müssen wir ja irgendwie ein neues Bein bauen. Gut, dass die da unten keine Ahnung davon haben, was er da oben macht. Mr. Webb. Oh. Okay. Hart ist irgendwie auch gerade ziemlich am Verhungern, ne? Ich könnte natürlich einmal jemanden rausschicken, um ein bisschen Stress zu machen. Vielleicht sogar ein Viech zu töten oder so, was ich dann essen kann. Haben alle Nahrungsmangel schon.
meine, ich fände das schon echt ganz cool, wenn die jetzt hier einfach verschwinden würden. Auf der anderen Seite fände ich es halt auch cool, wenn ich die essen könnte. Hat sie was getroffen? Nö. Okay. Aber Panda ist, ach, eine Prellung. Prellung bringt mir nichts. Jesse, magst du mal Dinge tun? Dankeschön. Oh, ein Tier. Ja, Anna, das tut mir ja leid. Das ist gerade hier alles nicht so rosig. Geht, geht, verschwendet. Yes, ein toter Panda. Immerhin. Jetzt essen die ihren Kumpelpanda. Ihr Assis. Wow, das war meine Tür. Junge. Der hat gerade meine Tür getackelt. Er hat sie tot getackelt. Dreck. Ja, das ist nicht so cool. Außerhalb der Elefanten. Oh, ja, ist okay. Seid doch nicht so blöd. Warte, Beschränkung. Jesse. Bearbeite Tür. Hart. Bearbeite Pandas. Was ist der Rest eigentlich? Verschwindet gerade, okay. Denn nicht hin, den kleinen Panda zu töten? Geht doch. Der sieht merkwürdig aus. Okay, kannst du Sachen bauen? Naja. Was kannst du? Du kannst auch keine Sachen bauen, ne? Und dafür kannst du Sachen schlachten. Beschränkung unbegrenzt und schlachte Viecher. Gut, du darfst sie behandeln. Der hat einfach unsere Tür zerstört. Ein einfacher, winzig kleiner Panda. Ich weiß es nicht. Naja, gut. Die sollten wir jetzt recht schnell wieder aufbauen. Mit recht schnell meine ich nicht, nachdem du geschlafen hast. Ich meine, ich weiß, du brauchst deinen Schönheitsschlaf, aber die Tür ist wichtiger momentan. Tatsächlich. Ja, es zieht, ich weiß. Na komm, nein, mach zu. Ich hab gesagt, mach zu. Ja, geht doch. Jetzt darfst du essen. Okay, ihr Hart ist. Habt ihr jetzt alles aufgegessen, ihr Assis? Ach, da passe ich mal eine Sekunde nicht auf. Hart ist gerade hart am
verhungern. Ich meine, immerhin. Ein winzig kleines bisschen. Ah, ja, das war der letzte Panda. Okay. Hat noch irgendwer was in seinem Inventar gebunkert? Scheint nicht. Und unsere kleine Anna ist immer noch im Verhungern. Du hast eine einfache Mahlzeit gebunkert. Was bist du denn für ein Freund? Okay, wer ist noch am... Okay, du bist... Ah, gebe ich das ihr oder gebe ich das Brown? Ja. Ah, wer kriegt das? Wer kriegt das? Wer kriegt das? Wir haben noch ein Eichhörnchen und eine Ratte auf der Karte. Nein, ich wollte eigentlich das da. Natürlich an den weit entferntesten möglichen Gebieten. Naja, dann sage ich jetzt einfach mal, dass Anna unbegrenzt rumlaufen darf. Dann kann die sich die Ratte klauen. Nein, du isst nicht die einfache Mahlzeit. Anna, nein. Nein. Okay, wer ist die Mahlzeit? Wer darf? Wer hat es sich verdient, nicht zu verhungern? Sie verhungert eher, oder? Ja, sie darf das essen. Sind die keine Predators? So ein bisschen? Wahrscheinlich. Ja, machst du nix, ne? Müssen wir halt die Ratte und das Eichhörnchen jagen. Ich meine. Kannst nicht laufen. Kannst du Fernkampf? Ach ja, tatsächlich ein bisschen. Kannst du mehr jagen gehen? Eichhörnchen. Gehen auf Eichhörnchenjagd. Ist zwar nichts dran, aber mal. Komm, ich helfe dir. Mal weißt du, das funktioniert so viel besser. Siehst du, das funktioniert doch viel besser, als wenn du da stundenlang rumstehst. Hungerndes Tier. Ja, ich weiß. Ist natürlich die große Frage, ob ich das jetzt auch ihr gebe. Oder Brown. Eigentlich muss ich das Brown geben. Füttere. Fieb sperrt sich ein. Und Brown verhungert nicht mehr. Das ist zumindest ganz gut. Und wir haben jetzt noch einen Hasen dazu bekommen. Der wird aber schon. Okay. Ja, wer verhungert denn jetzt am allermeisten? Eigentlich unser Panda, ne? Unser armes kleines Dingelchen. Wo ist denn Web? Wenn jetzt mal irgendwie was richtig Cooles passieren könnte, so mit Essen und so. So eine Vorratskapsel oder irgend so ein Händler oder sowas. Irgendwas.
isst du den auf? Wahrscheinlich, ne? Ah, doch nicht ganz. Okay, wer ist denn am zweithungrigsten? Ah, du bist verhungern, trivial. Du bist verhungern, mittel. Du bist nur sehr hungrig. Und du bist verhungern, leicht. Okay, das heißt, hart bekommt als nächstes Essen. Niemand darf das anfassen, bis hart Essen kommt. So. Machen jetzt Rationen. Wir haben noch ein Eichhörnchen. Ich habe noch ein Eichhörnchen zu vergeben. Das kriegt irgendwer, der brav war. Momentan sind nicht viele Leute brav, weil vier Leute gerade am Ausrasten sind. Beziehungsweise Brown ist immer noch. Also der Einzige, der gerade irgendwas tut, ist Web. Von daher hat er sich eigentlich Essen verdient, aber er war derjenige, der ein Assi war und seine Nahrung vor anderen Leuten versteckt hat. Und das kann ja auch nicht angehen. Von daher kriegt einfach keiner was zu essen. Ich bunkere es einfach irgendwo. Niemand bekommt irgendwas. Oh nein, nicht ein Mega-Badger. Oh nein. Dreck. Das hat gerade noch gefehlt. Alle am Ausrasten oder Mega Badger kommt auf die Karte. Warte, Anna darf nur noch Tiergebiet 1. Ein guter Schuss. Und unsere Menschen. Beschränkung Gebiet 1. Tut mir leid, aber Mega Badger. Okay. Wie hungrig bist du? Du bist schon wieder ganz doll hungrig. Warum denn? Du hast doch gerade eben gegessen. Okay, Hart bekommt zu essen. Jesse. Verhungern, Mittel. Brown verhungern, Mittel. Ich fürchte, ich werde früher oder später Anna töten müssen. Wo ist Jesse? Oh, Jesse ist. Dann rette ihn mal. Kannst nicht arzten. Okay, Jesse kann wieder laufen. Dann kann Jesse mal das tote Eichhörnchen essen. Wir haben ganz viele Pinguine. Wo sind denn die Pinguine? Da unten. Ja, okay, dann gehen wir ganz schnell ganz viele Pinguine jagen. Wo bist du? Da. Geh jagen. Gut. Der Mega Badger ist sogar direkt schon da unten. Warte, ist das unser Mega Badger? Das ist unser Mega Badger. Nein, du sollst da jagen gehen. Du Vollidiot. Am besten gehst du direkt dahin. Dann funktioniert das nämlich auch. Dahin. Du tötest ihn. Ach komm schon. Wie viel kann denn so ein kleiner Pinguin aushalten? Wie viel hat so ein Pinguin? 34. Ist okay. Nicht gut, aber okay.
Dann, ein Raumschiff und Zusammenbruch. Web brennt alles nieder, das ist nicht gut, weil da ist jetzt ein Pinguin. Brown. Nein, kannst du den nicht füttern, kein Essen? Alpha. Außerhalb der Zone. Okay, was war das andere? Das andere war ein Raumschiff, was runtergekommen ist, ne? Wo denn? Wo denn? Okay, ein Grey. Aha, ist okay. Kannst du löschen? Du kannst löschen. Ist der Pinguin jetzt weg? Ja. Oh, wie es einfach nicht gut aussieht. Blutanfall, okay. Wir haben noch 4 Pinguine auf dieser Karte. Ein paar Eichhörnchen, Ratte. Uff. Okay, wir haben wieder 5 Leute. Alle verhungern. Warte, Anna. Anna ist sowieso gleich tot, die können wir gleich verfüttern an irgendwen. Puh. Ja. Ich würde ja natürlich auch gerne den Mega-Badger hier auf der Karte essen. Aber wir wissen ja, wie das mit Mega-Badgern so aussieht am Ende. Und das ist, glaube ich, nicht so gut. Aber immerhin, wenn wir bald die Forschung fertig haben, dann kann ich vielleicht handeln. Vielleicht. Wenn notfalls, wenn jetzt irgendwer an Hunger stirbt, kann ich halt den auch noch essen, ne? Theoretisch. Auch wenn ich das eigentlich nicht so cool finden würde, aber naja, macht man halt nicht so viel, ne? Gut, aber ich glaube, das mache ich das nächste Mal dann weiter. Möglicherweise schon morgen oder keine Ahnung. Je nachdem, wie Bock da ist. Oh, es sah so gut aus zwischendurch, aber jetzt gerade ist echt nicht so schön. Aber immerhin, es wird jetzt auch wieder Sommer. Also, mal gucken. Ja, vielen Dank fürs Zuschauen und so. Und dann bis zum nächsten Mal, ne? Tschüss!